Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Wir sind ja immer noch dran. Genau, wir wollten eine Linie hier bauen, was im Moment mangels Geld nicht funktioniert. Der Stahlzug fährt. Gut. Wie viel Kohle liegt denn hier? 19. Ja, es steigt langsam an, habe ich den Eindruck. Das ist gut. Der transportiert auch Stahl. Ach, darum liegt dort Stahl. Die transportieren das auch dahin. Ah, okay. Und dann lohnt sich die Fahrt wenigstens. Wobei ich das jetzt hier natürlich einstampfen könnte, die Linie. Wenn dann... Bahn das mitnimmt. Göteborg. Müssen wir gerade mal schauen, wie denn die Linien sind. Die rote. Geht ganz da hinten rum. Könnte ich natürlich, und sie ist grün, das ist schon mal nicht schlecht. Linie 1, welche ist denn das? Ach, die, okay. Soll ich die jetzt lassen oder einstampfen? Ich glaube, ich mache mal die Haltestelle aus der Linie hier raus. Genau, den machen wir mal da raus. Und hoffen, dass das dann alles auf die Bahn geht. Ach, deswegen hat die Bahn noch keine Schlacke wahrscheinlich mehr transportiert, weil das alles über den LKW ging. Okay. So, jetzt müsste das aber eigentlich hier über die Bahn laufen. Es gibt eine neue Lok, okay. Schadet nichts, brauchen wir aber jetzt gerade auch nicht. So, dann hoffe ich mal, dass der Hafen, dass der hier jetzt, dass die Bahn jetzt dann die ganzen Stahlsachen transportiert. Und die hier nicht, aber... Ah ja, 28 von 56, das steigert sich auch, das wird gut. So.
130k, das ist gut. Die hat 16 Lebensmittel dabei, okay. Hier liegt Stahl. Die fahren die Produktion auch wieder hoch, das ist gut. Die war schon unter 66. Elf, sehr schön. Dann hoffe ich jetzt mal, dass das richtig anläuft. Und ja, will wieder richtig ins Plus laufen oder Plus kommen. Ich hatte mich schon gewundert, warum die LKW-Linie den ganzen Stahl da liegen hat, aber okay. Der Fuhr wurde zum Hafen gebracht. So, da kommen die Lebensmittel hin, sehr gut. Die können dann jetzt nämlich per LKW weggebracht werden. Sehr schön. Das war das Steintransport. Lebensmittel 17. Wow, so viel Anhänger haben wir, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, wir können 16 transportieren, ne? Ja. Gut. Dann müssen wir zusehen, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Und dann den Zug nachher mal ins Depot schicken. Und dann nochmal Anhänger dranhängen. Kohle sind keine, also oder auch Schlacke nicht. Aber Stahl 16 von 40. Das dürfte sich dann jetzt hoffentlich auch wieder steigern. 6 sind schon dort. Ihr transportiert Eisenerz, das ist gut, ja. Ja, tatsächlich. Zweiundzwanzig Kohle, 0 von 32, klar. So, und klingling. So, die fährt auch. Kann auch deutlich mehr Stahl transportieren. Könnte. Oh, und Lebensmittel. Jo, die laufen da jetzt ordentlich auf.
nehme mal an, dass wir hier jetzt auch zu viele LKWs haben. Wie sieht denn das hier aus? Schlacke LKW 16. Dann können wir eigentlich den hier auf die Linie Schlacke LKW bringen. Der hat auch 0. Lebensmittel Malmö. Dann bringen wir den auch noch. Der hat auch 0. Auch auf Lebensmittel Malmö. Lassen wir das jetzt mal so. Sehr schön. Ich könnte nur gerade die Doppelanzahl an Anhängern gebrauchen. Der hat geladen, das ist gut. Steine könnten wir auch so viel mehr transportieren, wenn wir Anhänger hätten. Bloß daran scheitert es im Moment. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir jetzt langsam wieder Geld verdienen. Jetzt müssen die LKWs nicht mehr die lange Strecken fahren. Und die Bahn nimmt jetzt die Lebensmittel mit. Achso, die sind überlegen, warum fahren die denn da lang? Aber die sind ja unterwegs zu ihrer Linie. Dann ist alles okay. Und der hält brav. So, gleich dürfen wir wieder Klingeling machen. Wie viel Stahl haben wir denn hier? 30 Einheiten, hervorragend. So, da kommt der fährt los. Aufstocken müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, bis wir wieder was Geld haben.
Macht es dann gleich wieder Klingeling. Ja. Das meinte ich nicht. Sondern wenn der hier einfährt, macht es wieder Kling und dann gibt es ein bisschen Geld. ...257. So, jetzt lädt er die... ...den ganzen Stahl. Oh. Okay. Da könnten wir also auch aufstocken. Hier liegen jetzt 16... ...15. Gut, das macht sich. Baumaterial haben wir jetzt auch hier liegen, okay. Sehr schön. Wir haben nur nicht die passenden Anhänger dafür. Nicht schön. Da sind sie auch schon am Ausbauen. So langsam kommt der Transportfluss in Gang. Müsstest du nur noch deine Sachen abtransportieren. Jetzt fährt der noch vorbei und dann darf endlich er hier wieder fahren. Ich glaube, wir müssten mehr zweigleisig fahren, aber... Dazu brauchen wir das nötige Kleingeld. Sollten wir das doch mal versuchen mit dem Ausbau? Was kostet denn der Oh, normale Gleise und schnelle Gleise haben wir jetzt. Kollision bei der Terrainangleichung. Warum? Ach so, weil der da hochgeht. Bau nicht möglich. Schon rüber gehen. So, da braucht man natürlich ein Signal. Den Spaß kennen wir ja schon. Ah, nee, aufrüsten will ich nicht. Oh, Fahrtsignal.
Okay, die gibt es jetzt auch in elektrisch. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Müssen wir ihn hier wegmachen. Und hier jetzt geradeaus durchziehen. Genau. Passt. Ja, die Brücke werden wir nicht so schnell nicht zweispurig hinkriegen. Den Tunnel auch nicht. Aber zumindest die Strecke hier ist schon großteils zweispurig. Den könnten wir aufrüsten auf ein zweites Gleis. Kostet 157. Machen wir. So. So. Jetzt machen wir das nämlich so. Dum, dum, dum. Da will ich es eigentlich anschmiegen. Ich glaube, wir müssen erst hier den wegmachen. Jetzt brauchen wir natürlich Geld. Es war jetzt vielleicht nicht ganz so geschickt. Ah, da haben wir. Können wir uns zumindest mal ein Signal leisten. Dass wir das hier, jawohl. Ich bräuchte noch mal kurz Kohle, dass ich hier das Signal hinmachen kann. Das hat er nämlich gerade nicht gesetzt. Bitte einmal Klingling und Grün. Ich hoffe, das geht jetzt gut. Fressen die lang.
Jawohl. Sehr schön. Oder hat er das Signal gesetzt? Nö, ne? Nee. Ich sehe es zumindest nicht. Ah, er nimmt Baumaterial mit, das ist sehr gut. So. Zehn und 17, das ist okay. Ah, jetzt aber schnell. Bahnhof, Bahnhof, da. Gleis. Signal. Dum, dum, dum. So. Und dann können wir jetzt hoffentlich auch die Schienen hier noch ein bisschen weiter bauen. Oh, kein Geld mehr. Schade. Die Weiche hätte ich gerne noch gebaut. Wartet auf freie Wege. Da wäre jetzt gut, wenn wir die Weiche hätten machen können. Dass wir da unabhängig werden. Das ist jetzt natürlich der Nachteil. Du wartest und du fährst hoffentlich, oder? Ja. Immerhin. So, und dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass wir das in der nächsten Folge in den Griff kriegen. Wie schon angekündigt, habe ich das auf zweitägige, also spiele ich es nur noch jeden zweiten Tag. Das heißt, die nächste Folge kommt dann übermorgen. In diesem Sinne, tschüss, bis übermorgen.